auf die zweite Runde der Kampagne Zwangs-HDTV. Ich kläre auch alles auf. Der Zwang, ich glotz TV, war mal eine tolle Sache. Ich glotz TV. Nina Hagen, Wohlbehagen. Ja, und aus dem Glotzen des TVs wird jetzt bezahlen, bezahlen, bezahlen. Und darum geht's. Warum ist das überhaupt entstanden? Warum ist jetzt auch der Slogan Zwang-HDTV? Das ist jetzt wirklich mal, um euch alle zu sensibilisieren, um euch mal ein bisschen aufzuscheuchen. Wie Zwang, wie HD, wie TV, wie ich soll bezahlen. Also meiner einer zahlt freiwillig. Ich zahle freiwillig für das, was ich gerne hätte. Und ich möchte es nicht aufs Auge gedrückt bekommen. Ich habe auch kein Interesse, irgendwann mal in 25 Jahren eine Frage zu stellen, einen Euro zu bezahlen und die Antwort dann zu erhalten, die ich schon längst habe. Wenn, möchte ich frei, total frei. Und darum geht es mir. Es geht mir um die Freiheit. Freiheit, selbst zu entscheiden. Freiheit, selbst so ein Video zu machen. Die Freiheit, mit euch zu kommunizieren. Die Freiheit, etwas zu sagen und darauf eine Reaktion zu erhalten. Das nennt man Freiheit. Ich bin ein frei erzogener Mensch aus den 50ern, 60ern, 70er Jahren, gehörte zur Pixel-Väter-Gruppe. Das waren die Leute, die das hier alles ermöglicht haben. Sie haben Geräte erfunden, worauf wir dann regelrecht ein Hype hatten, gespielt haben. Ping-Pong, Metroid, Pac-Man, also die Pixel-Zeit. Also die Väter, die sich das ausgedacht und sehr reich geworden. Hatte das große Vergnügen für Virginsoft, Kingsoft, EA Sport, ach, wie die alle geheißen haben, zu arbeiten. Da die sehr vermögend waren, hatten wir auch ein gutes Geld bekommen. Und wenn man über ein Jahr in Piccadilly Place, near Station gearbeitet hat, ein Jahr lang, ja, am Piccadilly, dort gab es ein Sega-Haus, die Firma Sega. Das war eine wunderschöne Zeit. Es kam 1995 dann Sega, Sony, Nintendo und die drei machten, weil Sony hatte mit Nintendo da etwas vor, nur Sony ist dann zurück, beziehungsweise Nintendo ist zurück, Entschuldigung. Nintendo ist zurück, dann stand Sony da mit seinem, naja, und jetzt hat er PS1, PSX, PS2, 3 und 4. Also Sony ist jetzt ein Marktführer, Nintendo hat Mist gebaut. Das war 1995. Und somit kam so langsam alles. 1995 kam die Cebit. 1995 fing es noch langsam an mit dem Netz. So heute, 2017, kommt das Bezahlfernsehen. Ich soll für alles bezahlen. Wenn ich was haben möchte, bezahlen. Ich bin nicht mehr frei. Warum ich jetzt überhaupt diesen Aufruf getätigt, warum ich überhaupt diesen Videoclip auf den Weg gebracht, ist, auch ich bin leider betroffen, ich muss 5 Geräte kaufen. Ich muss 5 Geräte kaufen, und für diese 5 Geräte muss ich dann jedes Jahr 79 Euro zusätzlich bezahlen. Also ich muss 5-mal 79 Euro bezahlen, damit alle weiterhin ihre Programme sehen können. Das meine ich denn damit. So, nicht jeder, aber die, die der Meinung sind, sie haben Kabel, die, die der Meinung sind, sie haben eine Satellitenschüssel, sie sind aber auch betroffen. Ja, weil dieses SD, das Standard digital, wovon alle sprechen, Antenne, das war mal analog, diese Antenne, die jeder kennt, da mit diesem, die aussieht wie so eine Spinne da oben auf dem Dach, die so 2-3 Meter groß im Himmel ragte, das war mal analog. Dieses Analoge wird natürlich nicht mehr genutzt, das war die Antenne. Das Standard digital konnte man, weil die Wellen sind ja überall, die prallen dort ab, und wenn man einen guten Receiver hat, der halt so eine Antenne braucht, konnte man gucken. Morgen, Grüße! So, an die Facebook-Generation, Y-Generation, YouTuber, an die Welt der virtuellen Gesellschaft. Die virtuelle Gesellschaft, meiner einer, ist jetzt hier die Fiktion, Medienkanzler, und er will nichts, er möchte gern euch mal ein bisschen sensibilisieren, aufrütteln und ein bisschen zum Nachdenken animieren. Facebook ist eine reine Unterhaltungsgeschichte, machen wir uns nichts vor. Wenn wir kein Facebook haben, das Leben geht weiter. Und real betrachtet macht es natürlich viel, viel mehr Spaß, real mit Menschen zu sprechen. Gut, im Moment leben wir in einer virtuellen Zeit. Wir sind mehr virtuell unterwegs wie real.
so die Familie. Wir haben in Köln zum Beispiel circa um die 55% Single-Haushalte, hier in der Stadt noch nicht gemessen. Gestern, wie gesagt, bei Sozialrichtern gewesen und bei Sozialrechtsanwälten, weil in der Welt der Jobcenter, und das finde ich auch sehr interessant, Jobcenter werden gepfändet. Das ist kein Scherz, ja. Im Jobcenter wird gepfändet, weil die einfach nicht nachkommen, weil die Abteilungsleiter stur dort sind und einfach nach Schema F arbeiten wollen. Warum die Abteilungsleiter in den Jobcentern alle nicht mehr sozial sind, frage ich hier die Facebook und die YouTuber. Ja, die Realität wisst ihr genau, sobald ihr aus der Haustür tretet, ohne Hilfsmittel der Technik, ist und bleibt die Frage, die Welt real betrachtet, sieht komplett anders aus. Und da kommt auch der Zwang des neuartigen HD-TV-Sehens, was noch im Moment nicht vollzogen, aber langsam anfängt. Nun, wer mit DVB-T gelebt hat, wird gezwungen, alles wieder neu zu kaufen. So, nicht jeder hat eine SAT-Anlage auf dem Dach. Ich unterhalte mich wirklich. Hier ist Industrie 4.0. Ich mache heute mal die Kamera nicht aus. Ich erhalte sekündlich, minütlich, stündlich Nachrichten, News aus der Realität. Gut, wenn wir schon hier eine Hunderasse sind oder Köterrasse, habe ich euch schon mal gesagt, dann bleibe ich ein Schäferhund, ein deutscher Schäferhund, ein bestausgebildeter deutscher Schäferhund, wenn ich hier schon in einer Köterrasse leben muss. Ne? Ach, es sind natürlich wieder News aus, wo war das, Götewald? In Götewald hat jemand eine Bombe gelegt, weil hier die Sache mit der Türkei, hier will die Türkei hier auf deutschem Boden türkische parteilichen Sachen da austragen. Dann hat es dann natürlich ein bisschen, hat es ein bisschen Ärger gegeben. So, Politiker haben verboten, dass hier auf deutschem Boden ausländische Propaganda zelebriert werden kann. Der Staat war in Oberhausen, da ging es ja richtig zur Sache. Und wenn jetzt wenn wir dieses Deutschland anderen zur Verfügung stellen, dass die hier machen dürfen, was sie wollen, aber nicht auf ihrem eigenen Territorium, weil auch wir Deutschen dürften jetzt nicht, auch nicht als Urlauber, egal wo, schon mal gar nicht in der Türkei, jetzt irgendwelche Propagandasachen machen für die SPD oder für die CDU, also für Frau Merkel oder Herrn Schulz oder keine Ahnung, für wen auch immer. Es würde auch kein deutscher Politiker jetzt zur Türkei fliegen, um bei den Urlaubern da für die Wahl in Deutschland sich breit zu machen. Ich glaube, da gäbe richtig Ärger. Ja, oder wenn man nach Südafrika fliegen würde, wo der, ne, und so, macht auch kein Britischer und so weiter. Aber hier in Deutschland ist momentan ein bisschen was los. Ich gebe eben Antwort. Also ich kriege sekündlich, minütlich kriege ich hier Sachen. Wie gesagt, gestern mit Sozialrichtern und Anwältern. Also da bin ich auch mal wieder. Okay, also hier ist vieles los, aber nichts Gutes. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Als Schauspieler ausgebildet beim WDR und jetzt hier freischwebend seine letzten Tage seines Lebens zu verbringen, festzustellen, dass 20 Cent zu teuer, aber 79 Euro im Jahr für HDTV doch gerne ausgegeben und so weiter und so fort. Also, ich als Medienkanzler hier in dieser virtuellen Welt, YouTuber, Sevenlow, ehemaliger Sevenloader, YouTuber aus den Jahren 1995, CeBIT, dort alles begonnen, zugehörig zu Virgin, Kingsoft, EA Sports, Game Stars und so weiter und so fort. Jetzt hier und heute im Jahre 2017 in einer neuen Art, wir werden auch wieder umbauen, wer hier reinkommt, hat schon den Umbau miterlebt, hat auch gesagt, stellt ja alles neu um. Natürlich, wir sind noch nicht fertig mit dem Umbau, weil wir brauchen auch verschiedene Kulissen, weil das hier nun mal für Filmpool ist und für Komparsen.de ist. Also wenn die hier drehen wollen, brauchen die
brauchen die. Ne? So, im Moment kommt ja jetzt am 22. März Hubert und Staller auch als sechste Staffel. Es macht unheimlich viel Spaß, diese Serie zu sehen. Und auch andere Staffeln. So, Rosenheim-Kopf ist im Moment nicht so der Hit, weil da die Leute ausgetauscht wurden. Und ist halt, wie gesagt, kein Spaß mehr. Im Moment da wegen dem Ärger kriege ich natürlich viele Nachrichten. Und ich habe auch real viele Leute, die dieses Zwang-HDTV nicht haben wollen, die auch sagen, meine Kinder können dann halt kein Fernsehen mehr gucken. Wie lange die da durchhalten, ja, das Gequengel der Kinder, weil die kein Fernsehen mehr gucken können, weil dieses DVB-T jetzt und richtig Geld kostet. Wer von euch kann das denn eigentlich alles bezahlen? Ich höre hier bei Facebook, oh, ich habe Sky, interessiert mich nicht. Ich lese bei Facebook, dass der Medienkanzler, hallo, ich bin real, ich unterhalte mich hier. Ich habe internationales Publikum, ich habe gerade waschechte GIs, Amerikaner, hier ihre Sachen gemacht und ich habe den amerikanischen Ausweis mir mal wieder genau angesehen, ja, mit dem Adler da drin und wie die diese Passports herstellen, wie diese Passports aussehen, der Amerikaner, ja, so stellt man sich einen waschechten GI vor, wie in den wilden 50er Jahren, pechschwarz, richtig so mit diesen Kampfjacken, ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, auch dieses harte Amerikanisch dann zu hören, auch gut zu verstehen. Der weiche Engländer, die weiche englische Sprache war in London manchmal ziemlich hart, also, ja. Gut, wenn ein Texaner Englisch spricht, ist Massachusetts zum Beispiel, ey Leute, das versteht man wirklich nicht, dieses, man muss nicht sagen, so eine heiße Kartoffel im Mund und dann Englisch sprechen, ihr wisst, was ich meine. Und so ist es auch mit dem Zwang HD. Es ist alles nicht so einfach. Ne? Ja, also ich kriege ja hier eine Menge mit. So, an alle Kunden, an alle Zuschauer, YouTuber, Facebook. Wie gesagt, die Kampagne, die wird jetzt mal so richtig gestartet. Das waren jetzt so zwei Einheiten aus dem Welt der Arbeit heraus. Die Medienarbeit, hinter, also Backstage-mäßig. Ich habe mir heute Morgen Backstage-mäßig, weil am 22. Hubert und Staller im ARD kommt, 18.50 Uhr, ich diese Sendung gerne mag und viele, die halt HD schon haben und halt noch nicht haben, können diese Sendung dann am 22. März Hubert und Staller ARD 18.50 Uhr sich nochmal anschauen. Bei Emotion läuft ja momentan die Staffel 1 bis, man zeigt da 2, 3 hintereinander. Da hieß das noch Hubert und Staller, nachher hieß das Heiter bis tödlich aus der Serie. Und Hubert und Staller, wie gesagt, in der 6. Staffel. Das sind gute Schauspieler, wie gesagt, im Moment die andere gegen, also Rosenheim-Kops im ZDF ist im Moment nicht so angesagt, jedenfalls nicht bei allen. Euer Medienkanzler findet die jetzt auch nicht so toll. Ich fand die anderen Jungs schon in Ordnung, Stöckel, Mohr und so weiter, die sind ja Gott sei Dank noch da und ist okay. Geschmackssache, denk dran, ist immer Geschmackssache, greift bitte nicht irgendwelche Menschen an, nur weil die einen anderen Geschmack, einen anderen Glauben haben. Leute, richtig, am Anfang steht immer der Mensch, männlich, weiblich, und seine Art zu leben. Meine Art zu leben ist halt zu leben in Freiheit und jedem seine Freiheit zu geben und sich zu erfreuen, dass der Mensch frei ist und mit ihm vieles machen kann. Also es hat sehr viel Spaß gemacht in den 50ern bis 90ern Jahren, sehr viel Spaß zu generieren, sehr viel Spaß zu widerfahren, auch im Fernsehen. 50, 60er Jahren war das Fernsehen ja noch. Da saßen bis zu 20 Personen vor einem Kasten und haben dann richtig Spaß gehabt. Man hat geknabbert etc. pp. Am anderen Tag hat man über die Sendung philosophiert. Hier über diese Sendung wird nicht philosophiert. YouTuber werden vermarktet. Panini-Bilder gibt es jetzt mittlerweile von YouTube-Stars. Seid mir nicht böse, wir YouTuber sind keine Stars. Wenn wir mal Stars werden sollten, gut, dann haben wir auch eine verdammt hohe Verantwortung zu tragen. Weil es ist immer noch ein Beruf, man muss das lernen. Fotografie, Film, die Tiefenschärfe etc. Also alles, was damit zu tun hat. Mahlzeit, hallo. Morgen. So, es geht um Freiheit. Freiheit, frei zu sein. Machen, tun, zu dürfen, ohne einen anderen dabei zu stören.
So, und wenn wir jetzt in einer Zeit leben, wo man uns irgendeinen Glauben aufzwingen möchte, du musst glauben, sonst gehörst du nicht dazu. Grüße! Ja, servus! Wie geht es denn? Ich habe sehr viel Spaß. Wirklich sehr viel Spaß. Ich habe auch verdammt gute Kunden und wir unterhalten uns also, wie gesagt, und deswegen kommt ja auch diese Kampagne. Ich selbst bin zwar auch betroffen, muss 5 Geräte austauschen. Ich persönlich nicht, aber ich habe auch um mich herum Menschen, denen ich helfe. Und jetzt wird mir das ein bisschen heftig. 5 Geräte, auf 2 Geräte habe ich schon verzichtet, habe gesagt, die 3, also 3 Geräte müssen. Also 3 Geräte müssen irgendwie neu besorgt werden. Und 3 mal 6,99 € im Monat. Das ist ein bisschen teuer alles. Also für die alle, die alles besser wissen, die, ja, ich glotz ja Satellit, ja, Satellit, ich guck Kabel, die wissen ganz genau, auch wenn sie Kabel gucken, dass sie da 6,99 € im Monat zu zahlen haben, damit sie weiter gucken können. Sie werden es alle merken, am 1. April sprechen wir uns weiter, bis dahin läuft die Kampagne. Ich versuche alle ein bisschen zu sensibilisieren, ich versuche alle so ein bisschen mit zu diskutieren. Es ist natürlich in der virtuellen Welt nicht so möglich, ja. Die virtuelle Welt ist eine Welt für sich, aber hier die reale Welt, hier in der richtigen realen Welt, wo wir uns wirklich an der Theke darüber unterhalten und wo wir auch schauen, wo wir für den Kunden das Richtige bekommen. Ich hatte gerade auch eine Kundin, die hat in ihrer ganzen Wohnung die Sachen verteilt und da, wo sie arbeitet, möchte sie halt gern fernschauen. Jeder hat halt diese sogenannte Freiheit und darum geht es mir ja. Es geht mir ja um die Freiheit. Jeder kann ja selbst entscheiden, ob er nur einen einzigen, überhaupt nicht, total überhaupt nicht, ja, wie unser einer, der hat auch ganz viel, kann also auch überall frei entscheiden, da den Knopf zu drücken, um dort fern zu schauen. So, natürlich gibt es den großen Tipp. Der Tipp ist, jeder Fernsehapparat hat ja die sogenannte AV. Und somit kann man aus jedem Fernseher einen sogenannten Monitor machen. Wer jetzt also an alle Alleinstehenden, weil mit mehreren geht es nicht, diese Diskussion hatten wir gerade auch, also mit mehreren geht es nicht, also da müsste man schon sich wirklich vertragen, um dieses wirklich machen zu können. Also diesen Tipp gebe ich jedem, der alleine lebt und, sagen wir mal, in jedem Raum einen Fernseher hat. Und wenn er weiß, dass er jetzt 4-5 Stunden in der Küche ist, weil er da irgendwas zubereiten möchte und da eine Sendung verfolgen möchte in diesen 4-5 Stunden, wo er da arbeitet, kann diese eine Box, die er sich da halt neu gekauft hat, dieses DVB-T2, anschließen, die Monitore alle auf AV setzen und dann die Set-Top-Box da anschließen und in dem Moment dort gucken. Es bleibt ja gleich, also nur für die Singles und für die, die sich gut verstehen, die können ja dann diese Box dann austauschen. So, ich bin 10 Stunden nicht zu Hause, somit kann ich meine Box jemanden geben, der halt 10 Stunden zu Hause ist. Ja? Und wenn ich abends nach Hause komme, nehme ich mir die Box und ja, aber wie gesagt, das ist nur dann, wenn es möglich ist, weil meistens ist es nicht möglich. Manche sind ja alleine schon 24 Stunden zu Hause. Okay, morgen müssen Faxen machen. So, jeder kann seine Freiheit nutzen, indem er es macht oder auch nicht. Die Kampagne Wir sind gegen das Zwang, HDTV, hat seinen Sinn, weil der Zwang ist da. Ja? Wir werden ja nicht gefragt, oder wurden nicht gefragt. Wir werden in einer Tatsache, 6 Millionen leben in einer Tatsache, die da kaufen müssen. Sonst sehen sie nichts. Gut, viele schwenken jetzt um zu 1&1 oder gehen zu Telekom. Ich meine, die Kurbelei ist gegeben, so oder so. Nur, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Die freien Sender möchten ihre Freiheit bezahlt haben. Sie senden H265 und ihr könnt es nicht empfangen. Wer H265 empfangen möchte, der kann dann durch ein Modul dann den Wandler, den Decoder, dann weiter gucken. Aber er zahlt trotzdem. Ja, die bezahlte Information, wenn wir das dulden, also jetzt fängt es langsam an, ja, sind noch nicht alle betroffen, aber bald werden alle betroffen sein. Nur einige, die sich das nicht leisten können, die 5 Fernseher haben oder 6 Kinder, also sind es gewohnt, dass die 6 Kinder da tun lassen können, was sie wollen.
oder aber Altenheime, die halt nicht im großen Kabel angeschlossen, die also nicht dieses beziehen, ja, auch das Altenheim möchte es gerne bezahlt haben, so ist es nicht. Also man kriegt auch im Altenheim nichts frei, ja. Das ist eben so. Das Altenheim hat Fernsehen, aber nur im Gemeinschaftsraum. So, und da müssen sie sich darum kümmern, dass im Gemeinschaftsraum im Altenheim die Leute gucken können. Ja? Aber das Wort Gemeinschaft ist ja bei Altenheimen auch schon wiederum so eine Sache. Natürlich, die richtig alt sind und denen man halt diese Flimmerkiste nur anmacht, damit die ein bisschen was anderes erleben, wie nur, ne, das Dürreste alt sein. Ja? Aber die liegen, im Bett liegen, krank sind, den kann man ja schlecht in einen Gemeinschaftsraum schieben, könnte man, aber tut man nicht. So, der lebt natürlich in seinem Zimmer. Und in seinem Zimmer sollte er doch irgendwie Unterhaltung haben, wenn es aus einem Fernseher kommt. So, und das sind so Sachen. Also, es kann nicht sein, dass wir hier die Freiheit einfach wegwerfen. Wir werfen einfach die Freiheit weg. Macht doch, was ihr wollt. Ich gucke eh kein Fernsehen. Ja, das ist eine Schutzbehauptung. Kaum einer guckt nicht, ja, so viel Geld. Also 100 Euro Fernsehen kosten, wer kann sich das denn alles leisten, wenn man das alles mal zusammenrechnet, was man da jetzt so kaufen muss und was man da so machen muss und so weiter und so fort. Also das ist also schon eine gewisse Sache, die da also nicht, also ich finde es nicht gut. Jetzt im Moment lief ja alles. Also ich konnte mich frei entscheiden, HD zu gucken. Ich habe mich frei entschieden, 6,99 Euro zu zahlen. Also vorher waren es 5 Euro. Also wie alles angefangen, HD, TV Plus, 5 Euro. Okay, ich habe das Gerät gekauft, ich habe mir mein Modul, mein HD-Modul da oben aufbringen lassen, an der Satellitenschüssel, und ich sehe, ARD, ZDF sowieso, jetzt mittlerweile, und die anderen konnte ich auch weiterhin. Natürlich ist mir aufgefallen jetzt, dass ich natürlich die schlechtere Qualität auch hatte. Ich hätte mich auch mit der schlechteren Qualität begnügen können, aber es war meine freie Entscheidung. Es war meine freie Entscheidung, es zu machen oder nicht. Hallo! So, für heute die Kampagne mal ein bisschen geschlossen, also die Kampagne wird allen einfach mal so richtig aufgelistet. Das heißt also, wir zahlen nur noch. Und wenn ihr damit einverstanden seid, dass wir nur noch zahlen, dann macht, was ihr wollt. Also ich nicht. Ich habe kein Interesse, nur noch zu zahlen. So viel kann ich in meinem ganzen Leben nicht verdienen, dass ich so viel zahlen kann, dass ich frei bleibe, so wie ich bin. Ich möchte frei bleiben, möchte frei entscheiden, und dann geht das. Grüße! Zum Schluss, ich habe jetzt wie gesagt nicht mehr so viel Zeit, weil doch ein bisschen viel zu tun ist. An sich muss eine Kampagne ja gar nicht gemacht werden. Ihr seid ja sowieso immer nur am Bezahlen. Ihr seid so freiwillig am Bezahlen, ihr bezahlt ja für alles. Ne? Wenn einer hier schreit Herrenrasse, dann geht dir aber die Post ab. Schreit aber einer Köterrasse. Ah, Köterrasse. Nur als Beispiel. Ne? Ja, jedenfalls macht, was ihr wollt. Und im April sprechen wir uns wieder, wenn jeder irgendwie Probleme hat, fern zu sehen. Also das zu sehen, was er gerne sieht. Gut, die, wie gesagt, die Geld ausgeben bei Sky. Die Geld ausgeben bei den Kabelanbietern. Die alles, okay, ist in Ordnung. Wie gesagt, wer sich so ein Gerät holt und dann HD sieht, kann ja selber entscheiden, wann er die anderen sehen möchte. Wenn er sagt, okay, ich habe jetzt 3 Monate keine Lust, denn es gibt mittlerweile für 3 Monate, 6 Monate und 12 Monate Karten zu kaufen, um H265 empfangen zu können. Das ist das Signal. Das Signal ist H.265, genannt volles HD. Ob die wirklich voll HD senden werden mit 1920, 1080, naja, dazu kann ich jetzt in diesem Moment noch nichts sagen. Erst im April. Und bis dahin warten wir. Also die Kampagne geht schon los, mal schauen. Viele Kundenresonanzen, viele haben auch wirklich das Problem,
dass sie den Einschnitt spüren, weil wenn man so viele Fernseher hat, um dort gucken zu können, und plötzlich kann man vielleicht reduziert nur auf eins oder sogar total reduziert auf gar keins. Das ist schon so eine Sache. Ne? Und das macht natürlich, ja, aber keiner sagt sowas. Wegen muss nicht auch. Also wie gesagt, es hat was jetzt mit Online zu tun, nicht mit der Realität. Das hier ist das YouTube und Facebook, und diese Kampagne ist entstanden durch das Facebook, weil man ja da ein bisschen kommuniziert, aber wenn man die Wahrheit versucht zu verkünden oder sagen, hey Leute, denkt doch mal drüber nach, meinst du nicht, dass die Freiheit dir genutzt, dann geht schon los. Ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, über die Freiheit zu philosophieren, es ist nicht so einfach, über die Freiheit nachzudenken, bin ich frei oder bin ich nicht frei. Frei der Gedanken, frei der Handlungen, frei im Geschehen, frei im Gehen, ja, frei sein. Total frei sein, tun und lassen können, was man möchte und wie man es möchte, darum geht's. Die Freiheit, leben zu können, wie man möchte, in einer gewissen Freiheit. Und das andere, das nicht so zu spüren, aber ich meine, so viel Geld kann keiner verdienen, wenn man nur noch bezahlt. Ja, also viele verdienen, sage ich immer, 1500 Euro, zahlen die Miete, zahlen Strom, zahlen Telefon. So, jetzt kommt auch noch ein Fernseher dazu. Dann bleibt nur das bisschen hier über. Das bisschen bleibt über. Ja, 1500 Euro, das geht hier weg und das bleibt über. Keine Ahnung. Am liebsten wäre mir, wenn das hier das bezahlen wäre und wenn das hier überbleibt, aber ihr entscheidet. Macht was ihr wollt. Das ist nur eine Kampagne, das ist einfach nur mal so, der Medienkanzler deckt auf, der Medienkanzler hat erfahren, der Medienkanzler hat sich erkundigt. Und ich sag noch einmal, wenn die Jobcenter gefändet werden, die Jobcenter werden gefändet, weil die mit ihren Leistungen nicht nachkommen. Ich würde mal drüber nachdenken, wo wir leben. Naja, entscheidet bitte immer selber. Ja. Ich mache jetzt Schluss, die Kampagne ist jetzt heute mal dicht. Wünsche allen ein super tolles Wochenende und wie gesagt, das ist nur so ein Gedankenspiel. Ne? Gedankenspiel, Zwang, ja, ist ein Zwang. Es ist ein Zwang, TV zu schauen. Ja. Und die DVB-T haben und das auf der großen Antenne angeschlossen, die können sogar eine Menge sehen. Also die DVB-T haben, das alte, an der großen Hausantenne auf dem Dach angeschlossen, die empfangen sogar eine Menge. So, und das hört bald auf, das Empfangen der Menge. Ja. Und bald ist dann nur noch das Bezahlfernsehen vor Ort. Dann bezahlen wir wirklich für jegliche Information. Was dann kommt, weiß ich nicht. Dann habe ich aber auch mein Alter und da habe ich wohl sicherlich keine Interesse, vor der laufenden Kamera irgendwas zu machen. Also bis dahin, viel Spaß.